Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing. Heute geht es um den Balea-Men-Kalender und genau deswegen habe ich mir auch den Tino dazu geholt. Hallo. Weil hier geht es ja um Männer, Pflegeprodukte und da ist schon sinnvoll, wenn ein Mann auch mal guckt, ob die Produkte auch was für den sind. So, was sagst du? Fangen wir. Ich würde sagen, ich fange mit der 1 an, dann hast du die 24 am Ende. Okay. Gut. Der Kalender hat übrigens 14,95 gekostet, genauso wie die Variante für. Ich habe es schon gesehen. Genauso wie die Variante für die Frau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der auch so gut ist, weil der Balea für die Frau hat mir sehr gut gefallen. Na, mal schauen. So, Türchen Nummer 1. Ach, hier sind auch wieder die Sprüche. Die erste Kamera brauchte 8 Stunden, um ein Bild aufzunehmen. Das hatte ich vorher schon zum Tino gesagt. Bei den Frauen waren nämlich so Sprüche drin wie du bist so schön, du bist so toll. Und ich wusste, bei Männern ist das nicht so. Ach so, du bist so schön und so toll. Ja, danke. So, hier haben wir drin ein Duschgel Polar Breeze mit exotischem Duft. Kannst ja mal riechen. Ja, jetzt. Obwohl das geht. Ich bin eigentlich nicht so der Früchte-Duscher. Aber das riecht gar nicht so fruchtig. Ja. Riecht schon männlich. Ja, männlich, fruchtig. Das ja, das wäre dies hier. Für die herbe Note. Die herbe Frucht sozusagen. Findest du das? Ja, gut. Was? Duschgel kann man ja immer gut gebrauchen. Numero. Da oben. Das sehe ich nämlich. Siehst du, in der Tat sehe ich das gar nicht, weil das blendet. Du hast ja auch eine Brille. Da ist das okay. Oh ja. Du darfst nicht vergessen, die Sprüche vorzulesen. Also, Entschuldigung. Im Durchschnitt geht eine Person in ihrem Leben 5-mal rund um die Erde. Ja, ist bestimmt bloß 2-mal. Aus dem Garten. Aus dem Garten. Balea Men Lippenbalsam Merry Christmas für geschmeidig weiche Lippen. Lippenbalsam ist ja, wie ich schon beim Mädelskalender gesagt habe, im Winter immer sehr gut. Hat das irgendeinen bestimmten Duft? Ich will gerade mal gucken. Also steht zumindest keine Geruchsrichtung drauf. Die Geruchsrichtung ist für geschmeidig weich. Völlig neutral. Also ich habe jetzt nichts gerochen, nichts geschmeckt. Also. Okay, also ein gutes Ding für den Winter. Ja. Sehr schön. Gehen wir doch gleich weiter auf Tisch Nummer 3. Oh, das ist schön groß. Bestimmt Quatsch drin. Doch nicht. Hier steht, deine Haare sollten nicht mehr als einmal täglich mit Shampoo gewaschen werden, da das Haar und die Kopfhaut sonst strapaziert werden. Ich finde selbst einmal täglich viel. Das finde ich auch schon heftig. Hier haben wir ein 2-in-1 Haar- und Bart-Shampoo. Mhm. Gut, dass du einen Bart hast. Na, Haarshampoo habe ich mein eigenes so, ja, da. Aber jetzt hast du aber das. Ich habe ja noch einen Bart. Ich habe mir Shampoo in die Nase gedrückt. Das riecht aber auch sehr. Das riecht wie so eine Kaugummi-Sorte. Findest du? Ja. Das, ja, stimmt. Das früher in den 90ern, riecht, ja. Da gab es diese. Als ich noch jung war. Da gab es diese, ja. Diese Rollen, diese pinken, ja, die du so auftüdeln konntest, ja. Die so mehlig waren. So riecht das. Ja. Okay, ja, na, mal schauen. Da habe ich dann die ganze Zeit Bock auf Gummitier oder Kaugummi. Auf Kaugummi. Auf Nummer 4. Insofern das aufbekommt. Die Firma Nokia hat früher Gummistiefel hergestellt. Ah, und dann Handys? Hat von euch jemand noch Nokia-Gummistiefel? Ja, die guten alten. Body Lotion Winter Active. Intensive Feuchtigkeitspflege. Ja. Ich meine, das ist bestimmt ganz toll, aber ich bin halt kein Cremetyp. Ja, ich sage auch, es gibt sicherlich genug Männer, die sich intensiv eincremen nach der Dusche oder nach dem Baden, aber ich bin eher nicht so da. Vor uns vergessen, das hier reinzuhalten, das Shampoo. Na, was riecht das denn? Das riecht wie Waldmeister. Das ist wie Waldmeister? Ja, das riecht wie Waldmeister-Limonade. Stimmt. Was ist mit unseren Geruchsknospen los? Weiß ich nicht, aber ja. Es muss am Mandelöl liegen, was da drin ist. Ich sag mal. Wieder ein schon benutzter Mandelöl, schon benutzter Bodylotion. Das muss nur in so einem Kalender drin sein. Nein.
Haben wir das schon reingezeigt? Natürlich nicht. Nee. Mensch, was ist mit uns los? Balearmen Waldmeistercreme. Du musst dein Gesicht verdecken, sonst visiert er nicht an. Sonst visiert er nur dich an. Ja. Du strahlst so. Tisch Nummer 5. Nach der Reinigung sollte eine Gesichtscreme zum Schutz und zur Pflege der Haut aufgetragen werden. Verstehst du? Hm. Musst du machen. Erst Gesicht reinigen, dann das ist aber Waschgel. Ach so. Waschgel fürs Gesicht, denke ich mal. Ja, aber why not? Also das ist ja in Ordnung. Das riecht auch richtig gut. Ich muss übrigens noch dazu sagen, das finde ich gut. Fand ich schon beim Frauenbalea-Kalender super gut. Die haben das Design ja wirklich schön gemacht und auch die einzelnen Päckchen dieser Duschcremes und so weiter waren auch so richtig schön weihnachtlich gemacht. Und hier hat man es auch wieder, ne? Also Tannenzapfen, diesen Propellerflugzeug und so. So, waren jetzt bei der 5. Ne? Ja, da ist jetzt Nikolaustürchen. Da unten. Da muss ich drehen. Das Nikolaustürchen, das finde ich auch immer sehr wichtig. Das ist aber groß. Ja, oben. Ich dachte, es sind zwei Sachen. Halt, warte. Baden sollte man höchstens zweimal pro Woche und das nicht länger als 20 Minuten. Ja, gut. Gut, über die Länge lässt sich streiten. Ja. Du liegst ja auch eine Stunde in der Wanne. Ja, also du bist ja nicht in der Wanne, du lässt dich ja kochen. Okay, das ist Badesalz Wintertime mit Patchouli und Lavendelduft. Weiß ich jetzt nicht, was ich von Lavendel halten soll. Lavendel macht müde, das ist gut. Lavendel ist ja, das ist in Ordnung, aber Patchouli weiß ich nicht so. Das Patchouli ist ja, nicht das, was so nach Erde riecht? Das ist eher so für die erdischen Typen. Aber vielleicht ist das ja für die Wanne schön. Aber fühlt man sich so nach Wald und mal schauen, ja. Als ob man schon in der Nein, Wald und so Wiese. Alt bin ich noch nicht. Beim Spaziergang. Ja. Zeig's in die Kamera. Warte mal, machen wir mal so. Ich guck schon mal nach der Nummer 7. Da oben. Da steht drauf: Lacken Männer ohne Bart verbringen 6 Monate ihres Lebens damit, sich zu rasieren. Das ist aber schon ganz schön viel, ne? Ja, aber auch wenn man einen Bart hat, muss man sich rasieren. Außer man lässt es halt wachsen. Ja, so dann siehst du aus wie so ein Sauerkohl. Nein, es kann auch gut aussehen. Mit Aloe Vera ein Aftershave-Balsam. Ja, Aftershave ist immer gut. Musst du was nach irgendwas riechen? Das hat jetzt nicht wirklich einen speziellen Geruch. Ich hätte es gleich mal offen lassen können, dass du auch riechen kannst. Mit Aleo. Oh doch, das riecht gut. Ich sage ja nicht Aloe Vera, ich sage immer Aloe Vera. Nee, andersrum, du sagst nicht Aloe Vera, sondern Aloe Vera. Aloe heißt. Und du hast stimmt. Immer Aleo. Ja, ich sage immer Aleo. Ich weiß nicht warum, das ist so drin. Aleop. Aleop. Ja, Nummer 8. Number 8. Ich krieg immer mal das. Ein Duschpeeling regt nicht nur die Mikrozirkulation der Haut an, sondern sorgt auch für ein super angenehmes Hautgefühl. Aha. Da ist doch bestimmt ein Duschpeeling drin. Okay. Duschpeeling Brown Sugar. Oh, geil. Oh, das hätte bei den Frauen auch drin sein sollen. Reinigt und pflegt. Mhm. Brown Sugar. Da bist du dann kandiert. Da hat man dann, ja, da hat man. Oder man hat dann Bock hier auf so einen Drink mit Rohrzucker. Was ist das immer? Caipirinha oder so. Ist da Rohrzucker drin? Ja. Aber klingt interessant. Das klingt interessant, ja. Ich weiß schon, wer sich als nächstes ein Duschpeeling geben wird. Naja. Und danach ganz niedlich süß riecht. Und dann ganz glatte Haut. So, Nummer 9. Da. Eine pflegende Creme über die Nacht unterstützt die Regeneration der Haut und hilft, Feuchtigkeit zu spenden. Ich glaube, das ist nichts für dich, ja? Mhm. Eine Nachtcreme, die intensiv pflegt. Die riecht aber sehr angenehm. Ja. Ich sage dadurch, dass du auch immer mal mein Parfüm benutzt, dann darfst du auch die Nachtcreme nehmen. Ich habe selber eine Nachtcreme im Balea-Kalender gehabt. Naja, wenn die alle ist, dann nimmst du die. Weil wenn ich mir nachts Creme drauf mache, dann habe ich das Gefühl, ich ersticke. Das ist nichts für mich. Meine Haut muss atmen. Aber why not?
ich sag für den modernen Mann, ne, ist das natürlich was. Also du bist nicht modern? Nein. Okay. Da bin ich eher altmodisch. Number 10. Eine lange Nummer. Eine Weinflasche enthält ungefähr 700 Trauben. So, jetzt habe ich alles gehört und alles gelesen. Was soll jetzt noch kommen? Was ist das? Hallo? Oh nein. Mhm. Bodyspray. Was ist ein Bodyspray? Bodyspray mit markantem Duft. Ich glaube, Bodyspray ist sowas, wenn du nicht kein Parfüm drauf machen willst, aber trotzdem Balea, so ein bisschen frischen Geruch haben willst. Bodyspray sorgt einem männlich markanten Duft für ein einzigartig frische Erlebnis. Okay, das werden wir jetzt ausprobieren. Ich glaube, das musst du weiter wegmachen, das ist hier so eine weiße Stelle. Das war schmutzig. Oh, das riecht aber gut. Das riecht aber wirklich gut. Das riecht gut, ja. Das finde ich gut. Hat man das alles das eigentlich reingehalten? Ja. Warte, hier, Parlament. Aber das ist gut. Oh, Also das ist was, wenn ich, also da könnte man eventuell sich das auch mal für unterwegs mitnehmen. So besorgen. Ja gut, weiß ich nicht, über unterwegs, weiß ich nicht. Aber es riecht wirklich sehr gut. Ich bin nicht so der Unterwegs-Deo, also, Antisierer, aber Bodyspray mit markantem Duft. Aber das riecht sehr gut, ja. Muss ich aber was sagen. Genau der markante Geruch ist, ne? Nummer 11. Beim Duschen werden nicht nur die Unreinheiten des Alltags abgespült, sondern auch natürliche Fette. Deshalb sollte nicht zu lange geduscht werden. Und deswegen ist hier auch eine Cremedusche Winter Active mit würzigem Duft drin. Okay. Würziger Duft. Hier auch das wird hier nicht weiter ausgehen. Markanten Duft, der hat mal würzigen Duft. Also die Synonyme dafür werden immer... Ist das würzig? Ja, aber ich kann es nicht ganz deuten. Also riecht gut. Ja, das riecht schon gut. Also das kann man auf jeden Fall mit verwenden. Also es hat... Riecht angenehm. Es hat also ein bisschen so einen Tannennadelduft, ja, so ein bisschen bitte. In die Richtung. Das Latschenkiefer. Ja. Also der Latschenkiefer. Ja. Naja, der wäre schon mal im Alter gerecht. Weißt du? Nummer 12. Weiß ich, dachte, hier sind mal Taschenmesser drin und sowas. Ja, also genau, ein Balea-Kalender. Ja. Die sind bekannt für ihre Taschenmesser. Okay, eine mattierende Tagespflege mit Fruchtsäure. Damit du nicht so glänzt im Gesicht sozusagen. Anscheinend, ja. Das machen wir jetzt immer vor den Videos, damit ich nicht aussehe wie eine Speckschwarte, wenn ich ein Video drehe. Okay. Mit Fruchtsäure. Ja, riecht aber gut. Der riecht auch wirklich gut. Hat irgendwas... Oh, sehr angenehm. Hm? So irgendwas Bärisches. Mhm. Bärisch. Mattierend, ja. Sehr gut. Ja. Was sie jetzt halt macht, keine Ahnung. Aber na, mattierend ist ja, das, wie gesagt, dass das Glänzen aus dem Gesicht so rausgeht. Okay. Ja. Mattiert langanhalten und hilft, die trockene Haut zu beruhigen. Spendet wertvolle Feuchtigkeit, ohne zu fetten. Das klingt doch gut. Hier hinten ist gleich die Nummer 13. Und zwar, unsere Hände müssen täglich viel leisten und haben sich eine extra Portion Pflege verdient. Also ist hier eine Handcreme drin für beanspruchte Männerhände. Ja. Auch da wieder kein Geruch ausgewiesen. Ich rieche gerade nicht so viel da. Riecht nach Creme. Nicht für die Nase gedacht. Ja, warte. Ich habe vorhin gekocht, jetzt habe ich ganz beanspruchte Hände. Aber es riecht nach, nach Handcreme, oder? Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Handeincremer. Aber im Winter ist das schon gut. Ja, doch, das ist sehr angenehm. Die riecht gut. Das ist vielleicht dann mal ein Grund, dass ich mehr Creme verwende. Was ist das dann? 13, 14. Das sind meine mal auf deiner Seite. Und genau, ich verstehe. Ich habe den Kalender kaputt geschrottet. Na, toll. Jetzt reißt einmal alles auf. So, wenn der 1. Mai zum Beispiel auf einen Montag fällt, so fängt kein anderer Montag im Jahr mit einem Montag an. Was? Kein Monat mit einem Montag? Kein Monat, ja.
Wer macht sich denn über sowas Gedanken? Das sind Statistiken. Alter. Hallo? Ein Styling-Gel für unsichtbaren Halt. Also mein es hält, aber man sieht es nicht. Das habe ich ja noch nie gehört. Wenn deine Haare weg hast, dann Glatze. Ja, ich sag mal, ich bin ja eher der Langhaarträger. Kannst ein Ero machen, aber den sieht keiner. Aber so Haargel kommt bei mir eigentlich nicht in die Haare. Und wenn, dann ganz, ganz selten. Noch wenn ich mal den Italian-Look mache wahrscheinlich. Giovanni, da geht sich nicht mit der Familie hier an. So, Nummer 15 ist hier. Das ist aber dünn, hä? Oh Gott. Was ist das? Das werden wir gleich rausfinden. Durch die Bekämpfung von Hautunreinheiten wird auch der Glanz der Haut reduziert. Ach so. Das ist eine, Schatz, hier sind zwei. Das ist genau was für dich. Gesichtsmaske oder ja, reinigende Gesichtsmaske mit Salicylsäure und Zink. Okay. Mach mal wieder einen schönen Beauty-Abend. Eine Gesichtsmaske mit Salzsäure und Zink. Und falls ihr denkt, das war ein Spaß, nein, wir haben schon mal einen Beauty-Abend gemacht. Ja, sowas mache ich auch mal mit. Und dann gucken wir American, Top Bottles, Germany Next. Er sah super süß aus mit seiner Maske. Ja. Eigentlich eher gruselig. Was haben wir? 15? 16 musst du aufmachen, da oben. Mal was bei dir. Oh Gott, aber das ist unangenehm aufzumachen. Deine Türchen müssten alle so mittig sein, ne? Ja. Ein Sonnenschutz in der Tagespflege. Was in der Tagespflege verhilft, Hautalterung vorzubeugen? In der Tagespflege. Ja, die Tagespflege, die du da drauf machst. Ach so. Ach, in der Tagespflege. Outdoor Protection Gesichtspflege mit Vitaminkomplex. Ja, wenn wir viel im Garten sind, das ist ja Outdoor, ne? Garten ist Outdoor. Das riecht bestimmt nach Orange oder so. Es kommt gerade ganz viel raus. Ich musste dich einschmieren. Entschuldigung. Ich habe es gleich ausprobiert. Was ich bei diesen Produkten ganz gut finde, die riechen alle nicht so extrem stark. Das stimmt. Also die sind alle sehr angenehm. Ich gucke schon mal nach der 17, die ist hier. Bin ich aber gesichtsgepflegt. Wir gehen ja nachher nochmal in den Garten. Du bist jetzt geschützt. Oh, das ist was Gutes für dich. Warm, aber nicht heiß gilt es beim Waschen der Haare, sowie auch beim Föhnen, denn Hitze kann die trockene Kopfhaut zusätzlich belasten. Das stimmt. Hier drin ist jetzt ein Anti-Schuppen-Shampoo. Mhm. Reinigt effektiv. Schon wieder in der Nase. Warum? Also die Krux bei Schuppen-Shampoo ist ja immer, das muss man eigentlich fast täglich verwenden. Also man muss sich dann täglich die Haare waschen, dass die dann halt wirken. Aber sobald man dann wieder Pause macht, dann schlägt das sozusagen ein Stück ins Gegenteil um. Mhm. Aber was riecht das denn? Ich weiß nicht. Ein bisschen säuerlich, ne? Ja. Nach Zitrone oder sowas. Mhm. Ja, riecht aber ganz gut. Ist ja auch ohne Silikone. Also nichts mit künstlichen Brüsten. Weil man sich normalerweise mit so Silikonbrüsten die Haare. Wer weiß, ja. Gegen Schuppen. 18. Ja. Augenpartie braucht in der ersten Linie viel Feuchtigkeit. Darum sollte regelmäßig eine Augencreme verwendet werden. Oh, hast du ja auch eine Augencreme. Aber wie viel Creme gibt's denn, ey? Augencreme hatte ich aber auch in der. Das nehme ich jetzt jeden Tag. Weil da bin ich ja 5 Stunden beschäftigt. Creme hier, da, Bart, das. Ja, und schon ist der Tag. Outdoor-Creme. Oder du machst dir so eine Wochenliste. Montag nimmst du die, Dienstag die. Für die normale Haut. Was auch immer normale Haut heißt. Mit Aloe Vera. So. Riecht's gut? Die ich Creme, oder? Nichts gerochen, weil ich mich gerade eingecremt habe und ich jetzt die andere Creme rieche. Die ist auch so ein bisschen im. Riecht nach Creme. Mein Bart hängt geblieben. Aber Augencreme hatte ich ja schon gesagt, habe ich schon viel von vorher gehört und nie selber gekauft. Jetzt hatte ich eine in dem anderen Balea-Kalender und ich nehme es tatsächlich, seitdem ich die. Was schon ganze 3 Tage sind. Hier ist gleich mal die 19. Die ich doch glatt nicht aufkriege. Sieht aus wie Duschbasen. Durch das Blinzeln sind unsere Augen 15 Minuten pro Tag geschlossen. Okay. Ja, bei mir nicht. Ein Augenshampoo.
Spaß. Es ist ein X-Mas Duschgel mit Orangen- und Vanilleduft. Oh, das mag ich gerne. Mm. Mm. Oh doch, das riecht total weihnachtlich. Ja. Doch, für die Weihnachtszeit. Mm. Ich weiß nicht so deins, aber für Weihnachten. Da riecht wie ein Keks. Da riecht wie ein Lebkuchenherz. Ja. Ja. Lebkuchenherz. Aber ich finde, das riecht auch angenehm. Nicht so stark. Bei den Mädelsprodukten hat sie teilweise so richtig quietschsüßes Zeug, aber das riecht sehr angenehm. Ja, riecht so der Orangenduscher. Ja, alles gut. 20 ist gleich hier. 20. Ein Peeling entfernt abgestorbene Hautschüppchen und kann bei Hautunreinheiten helfen. So, wir haben ein Peeling-Gel mit Vulkanstein. Das klingt aber interessant. Öffnet verstopfte Poren und reinigt die Haut porentief. Für ein ebenmäßiges, mattiertes und gepflegtes Hautbild. Wieder mattiertes, ne? Männer glänzen scheinbar. Macht man erst das und dann macht man sich das andere drauf, damit das dann wieder vor die Poren wieder geschlossen werden. Ja. Das klingt, als ob man hier Sand aufmacht. Naja, wenn es ein Peeling ist. Das muss ich jetzt wissen, wie das aussieht. Mm. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie dieser, wie der hier Bastel-Glitzerkleber. Sieht man das? Nee, jetzt sieht es gerade aus, als ob ich mir auf der Hand gerotzt habe. Schön genießt. Patsch. Aber das kratzt übelst. Das ist der Clou an einem Peeling. Das ist Vulkan. Ich habe mir die anderen Sachen jetzt nochmal in die Kamera gezeigt. Ich bin halt sehr vergesslich. Habe ich. Und dabei habe ich gut geschlafen. Was ist los? So, jetzt habe ich das hier an. Das ist cool. Und fühlt sich deine Hand jetzt schön gepeelt an? An der Hand ist das seltsam, ne? Ja. Naja, das wird schon irgendwann einziehen. Nummer 21 ist hier drüben. Oh ja, das ist gut. Die ideale Badetemperatur liegt zwischen 36 und 38 Grad. Höher. Wenn die Kölse nach 50 Grad. 80, schön. Da ist man danach durch. Schaumbad Wintertime mit zitrischem Duft. Mit was? Zitrischem? Leicht zitronig. Finde ich schön. Das riecht gut. Schaumbad geht immer. Schaumbad geht immer. Zeig. Entschuldigung. Schaumi Bad. So. Hier ist wieder eins für dich, ein längliches. Das ist so hier. Labello oder sowas. Ne? Stimmt. Ah, doch. Ach ja, das ist wieder sowas. Oh. Eine Feuchtigkeitspflege verhilft bei regelmäßiger Anwendung zu einem fühlbar weicheren und gepflegteren Haut. Zu einem. Hä? Zu einer. zu einem Haut. Aber Lippenpflege hast du doch schon, ne? Ja, hier. Nee, das ist keine Lippenpflege. Aber das ist pflegende Gesichtsmaske mit Apfelminze. Mit Apfelminze. Das klingt sehr frisch. Kann man auch trinken, Apfelminze. Das schmeckt aber in der Art bestimmt nicht. Spendet der Haut intensive Feuchtigkeit, hilft Spannungsgefühlen vorzubereiten. Also wenn mal Spannungen zwischen uns sind, dann gibt es Gesichtsmaske. Bei Bedarf ein- bis zweimal wöchentlich. Wie soll denn das gehen, wenn du jetzt nur zwei davon hast? Musst du es ja kaufen. Ja, genau, das wollen die auch. Achso, ja, warte. So, ihr wollt das natürlich auch sehen. Aber es klingt sehr erfrischend. Mal gucken. Die Apfelminze. Die 23 und damit das vorletzte Türchen. Oh, das sieht aber cool aus. Feuer erzeugt keinen Schatten. Also ist eine Info, die ist... Ja, okay. Ja, kann man... Ist okay. Hier ist jetzt eine Seife drin. Ja, steht auch drauf. Handseife. Hier steht jetzt keine direkte Sorte. Also sprich, wird es bestimmt einfach nur nach Seife riechen. Aber ich finde, es sieht schick aus. Die ist fürs Fitnessstudio. Die ist allein die Seife runtergekommen. Fitnessstudio. Ja, ich sage, wir sind ja eher nicht so der Seifen-Fan, weil ich sag mal. Aber ich finde es für den Garten gut. Ja, im Garten. Da wäre schon mal so einen Seifenbeutel holen, wo man so ganze Stückchen reinpackt. Genau. Das ist schon ziemlich cool. Und jetzt kommt die 24. Beim Mädelskalender waren da 24 kein Pflegeprodukt, sondern hier dieses Haarband. Ich bin gespannt, was jetzt bei den Männern drin ist. Ja, ist ja mal ein gescheiter Haargummi. Hätte ich das auch nicht gedacht. Genau, ist bei Männern typisch, wenn dann Haargummi.
War der erste Spruch? Schöne Weihnachten und erholsame Festtage wünscht das Balea Man Team. Da gibt es extra ein Team für Balea Man. Richtig, was haben wir denn da? Okay, das sieht schon mal aus, dass das nutzbar ist. Ach, eine Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe. Und ein Bierflaschenöffner, oder? Und das ist ein Flaschenöffner. Ja, nice. Ja, also. Ja, nice. Ist auf jeden Fall praktisch. Das finde ich auch cool. Und sieht auch hochwertig aus. Jo. Ich sag, ist jetzt kein Messer dran oder so? Wenn man mal in der Nacht irgendwie verloren gegangen ist, hat man dann eine Taschenlampe, um was zu finden und sein Bier aufzumachen. Was für. Ah, so, okay. Naja, das sind halt so eine ganz kleinen, so eine flachen Kopfbatterien drin. Finde ich immer nicht so schön, aber. Es sind aber zumindest erstmal welche drin. Ist ja für einen Schlüsselanhänger. Ich kenne aus Videos von anderen YouTubern von den letzten Jahren andere Adventskalender, da waren auch solche Taschenlampen drin. Und da waren gar keine Batterien drin. Manche hat man. Hier kann man es wenigstens gleich nutzen. Vielleicht ein Flaschenöffner. Flaschenöffner finde ich cool. Das kann man nicht genug haben. So. Ja. Ich meine, der Mann von Welt kriegt seine Bierflasche immer auf. Ja. Aber. Hauptsache nicht mit den Zähnen, das finde ich furchtbar. Doch, das war nice. Ich stelle hier mal alles so nach und nach hin und du kannst ja mal erzählen, was du von dem Kalender hältst. Ja, also ich finde den ganz. Also hier sind einige Produkte drin, die ich wahrscheinlich jetzt verwenden werde. Andere muss wahrscheinlich, weil wir da sind. Aber. So nach dem Motto, man, komm, ich habe auch eine Augensalbe, den resistest du dir auch. Ja, genau. Man muss den Sachen ja auch ein bisschen offen gegenüberstehen. Ich werde sicherlich an meinen Reinigungsgewohnheiten jetzt nicht, also ich werde mir jetzt nicht plötzlich ganz viel Zeug irgendwie oder eine Nachtcreme ins Gesicht schmieren. Das, nee, da bin ich einfach nicht der Typ dazu. Und ich habe mich bis jetzt auch ganz gut gehalten, möchte ich meinen. Und ja, auch so das eine oder andere. Wer sicher verwenden hier das Body Spray, finde ich ziemlich cool. Kannte ich so jetzt auch noch nicht. Das hier kommt natürlich ein Schlüsselbund mit dran. Finde ich eine coole 24 auf jeden Fall. Ja, und ja gut, halt die Masken, das kann man dann halt mal zusammen mal ausprobieren und wenn man das unbedingt möchte. Was ich halt schön finde, hier steht dann halt auch mal ein bisschen ohne Silikone, gerade wenn halt bei Shampoos oder sowas, da gucke ich sowieso immer drauf, dass jetzt so viel ja, irgendwelche künstlichen Sachen mit drin sind. Ja, damit die Haare auch schön geschmeidig bleiben. Da wollen wir ja auch stolz drauf sein, ne? Und ja, ansonsten finde ich es ganz gut. Handcreme finde ich cool. Peeling, ja, muss man, was ist das? Wenn man es nicht abwäscht, wird es dann hart. ansonsten, ja. Nee, finde ich ganz gut. Würdest du dich, wenn du den jetzt als Adventskalender so haben würdest, auch drüber freuen jeden Tag? Ja, da würde ich mich jetzt schon drüber freuen. Ja. Hier seht ihr nochmal die ganzen Produkte. Ja. Und na, wir hatten ja letztes Jahr auch einen anderen von Real. Von Real, da war ja auch so Sachen drin, genau. Genau, aber das war ein bisschen weiter gestreuter, ne? Das ist ja jetzt alles nur von Balea. Das, von Real waren natürlich so verschiedene Produkte aus dem Sortiment. Aber ich finde halt genauso wie bei dem Kalender für die Mädels von Balea, habe ich mir auch nicht anders erwartet, aber wie gesagt, für 15 Euro vor allen Dingen ist das wirklich ein absolut gelungener Kalender. Sowohl vom Design, als auch von den Produkten, die drin sind. Und ja, die haben so ihre Designlinie auch durchgezogen. Ja. Ne? Das sind schon gut. Und es ist halt alles so ein bisschen auf Weihnachten. Das ist halt so eine richtige Weihnachtslinie, die sie richtig gemacht haben. Nicht einfach nur irgendwie, da ist jemand durch den Laden und hat gesagt, das von Balea, das von Balea. Ja. So eine richtige Weihnachtslinie. Und bei der 24 haben sie sich halt auch wirklich was überlegt. Ja, so wie bei den Mädels mit diesem Haarband, auch wenn ich das so noch nie benutzt habe, wie man im Video auch gesehen hat. Aber halt, ne? So eine Taschenlampe mit Bieröffner. Das Haarband nehme ich dann, wenn ich meine Augencreme auf und dich abschminkst. Ja, genau. Ja, na wunderbar. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und lasst einen Daumen oben und ein Abo da. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Video auch wieder mit dabei zu haben. Ein paar Adventskalender werden noch folgen. Ne? Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüssi. Macht's gut. Tschüss.